Gleich 8 junge Spieler, die in den Reihen des FC Ingolstadt stehen, sind für Aufgaben außerhalb ihres Clubs nominiert worden. Genauer gesagt darf der bayerische Club 6 Spieler für Lehrgänge des Bayerischen Fußballverbands, BFV, und einen an den DFB abstellen. Dieser soll sich auch auf Abruf für andere Zwecke bereithalten. Ein toller Erfolg, eine tolle Würdigung der Jugendarbeit des FC Ingolstadt, der diese Nachricht dann auch gleich per Pressemitteilung an die Öffentlichkeit weitergab. Die Teilnahme an diesen Lehrgängen ist aber natürlich nicht allein eine Auszeichnung des Clubs, sondern insbesondere auch der einzelnen Spieler und ihrer Leistungen. Für den Leistungskader nominierte Spieler konkret sind es diese 3 Spieler, die aus dem Jahrgang 2004 für den Leistungskader des BFV nominiert wurden. Davide Sekulovic, Giulio Conti, Mohamed Attac. Für den Jahrgang 2002 sind diese beiden Spieler nominiert. Moritz Mühlrath, Frederik Benedix. Dazu dürfen auch die Talente Felix Keidel und Sadri Parkoli an den Lehrgängen teilnehmen, die in Oberhaching stattfinden. Die beste Nachricht aus Sicht des Clubs ist aber, dass Eliot Mutiba für den U15-Lehrgang des DFB in Kaiserau nominiert ist, weshalb er für den Lehrgang des Bayerischen Fußballverbandes auch nur auf Abruf bereitstehen muss. Das sind alles tolle Neuigkeiten für den FC Ingolstadt, über die sich die dort Verantwortlichen auch zu Recht freuen. Acht Jugendspieler vom FC Ingolstadt für DFB und BFV nominiert. Bewerte diesen Beitrag.